Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war da doch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche bei mir mit einem Einallstein, den ich endlich bekommen habe aus dem Feldforschungsdurchbruch. Ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass es den überhaupt gibt. Ihr seht, ich habe noch 14 Sinosteine jetzt übrig. Alle Sino-Entwicklungen sind schon gemacht, auch aus den Shiny-Formen heraus. Alles Mögliche hin und her. Die sammeln sich mittlerweile, wenn man sie nicht mehr braucht. Und der Einallstein, das allererste Mal seit der Einführung, dass ich einen bekommen habe. Die sind also momentan wieder das seltene Objekt der Begierde. Habt ihr auch schon einen Einhaltstein bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann der Nägelmon wieder mal. Shiny Nägelmon, der macht seinen Namen alle Ehre mit einem Shiny Bronze, ein Shiny Natu hinterher, wie ihr seht. Dann ein lustiges Bild, was ich natürlich gesehen habe mit den neuen Gala-Pokémon, die ja eingeführt wurden. Da ist also ein Smogmog zu sehen, was vom Typ Fee ist. Obwohl das gar nicht aussieht wie eine Fee. Und das Ponita-Gala-Pokémon sieht aus wie eine Fee, ist aber keine Fee. Das ist die Logik von Niantic oder, na gut, Niantic nicht. Die haben das ja nicht erfunden, die setzen das nur um. Aber das muss man nicht verstehen. Fairy, not a Fairy, also das ist ziemlich tricky, sage ich nur dazu. Dann der Beer Benny, erster Raichu-Raid, den er je gemacht hat und direkt Shiny. Der muss auch ein Glück haben. Ich sag's dir, wenn er den zweiten macht, kriegt er wahrscheinlich noch einen 100er hinterher. Pokefreak Red mit einem ausgebrüteten Castradur, wenn das so heißt, also diese grüne Stachelbeere, haben wir ja auch schon entwickelt. Dann noch ein Griffel hinterher, ein Shiny Griffel mit 1174, richtig gutes Level auf jeden Fall. Dann bin ich aufgestiegen mit Bufing zu Glücksfreunden und irgendwo müsste auch zu sehen sein, was wir da getauscht haben. Ein Shiny Nagelotz noch bei der Terrorzicke. Dann habe ich mir den Pikachu-Film gegönnt. Da war ich damals ja mit dem Isbo im Kino. Und als ich dann wieder hier war, bin ich nochmal ins Kino mit Pupsi und dem Rest. Jetzt kam der also raus auf DVD. Warum auch immer der auf DVD hier zwei verschiedene Cover hat. Einmal das rechte, einmal das linke. Aber ich fand das von der Blu-ray immer noch am besten. Das hat mir am besten gefallen vom Design. Deswegen die Blu-ray gegönnt und ihr seht, das war ein Unterschied von 2 Euro, sonst ist der ja größer, da kann man sich ruhig mal die Blu-ray holen. Der Extreme, was man nicht alles klickert, mit einem Shiny Fritzelblitz. Der Toni aus Thema mit seinem zweiten Shiny Giratina. Dann gab es eine Meldung, dass neue X-Raid-Arenen hinzugefügt wurden. Wir haben ja bisher immer Schwimmbad und Brücke der Technik gehabt als X-Raid-Arenen. Wir haben jetzt auch eine dritte bekommen, hat der Extreme uns nämlich gesagt. Das ehemalige Lazarett, wo jetzt der Mars-Regel ist, ist jetzt auch eine X-Raid-Arena. Aber wer raidet da? Da oben immer, wenn man da steht und nur ein Handy rausholt, in die Hand nimmt, kommt gleich die Security raus, verprügelt einen und schickt einen wieder nach Hause. Als die Arena damals neu war, war das wirklich hardcore, wenn dann immer 10 Autos hochgefahren sind, jeder extra. Und wir nur dachten, was ist hier denn los? Und da gab es jedes Mal Ärger, deswegen X-Raid Arena okay. Aber man, wenn man sich abwechselt mit Schwimmbad und Brücke, dann reicht das ja. Braucht man also eigentlich nicht noch eine, wenn das andere gut funktioniert. Dann der Mitchell, der übrigens heute auch Geburtstag hat, also alles Gute zum Geburtstag. Mitchell, ne, habe ich ja schon in der Themaraner-Gruppe was dazu geschrieben. Mit einem Shiny Schuppet, sein Geburtstagsschuppet, obwohl das natürlich nicht von heute ist. Dann der Bockwurst-King, nächster Stein, hat auch einen Einhaltstein bekommen. Der ist schon sein zweiter, der hat natürlich das komische Grill-Cheetah entwickelt oder so, glaube ich. Dann seht ihr, was bei dem Glückstausch mit Bufing rauskam. Das war nämlich ein Shiny Lucky Giratina. Leider nicht ganz so krasse IV, 1931 ist das 100er. Das ist in Ordnung, aber geht natürlich besser. Ich habe mir vorgenommen, dass ich jeden legendären Lucky-Eintrag mit einem Shiny machen möchte. Bevor ich jetzt also sage, okay, wir sind Glücksfreunde, gib mir einfach einen Giratina, warte ich drauf, bis die Shiny-Form von Giratina kommt und mach den Lucky-Eintrag mit einem Shiny-Giratina und sammle natürlich noch ein paar normale Shiny-Giratina ohne Lucky wegen dem Hintergrund, ihr wisst Bescheid. Aber bei anderen Shinies, die seltener sind,
möchte man natürlich kein Lucky haben, da möchte man einfach nur das Shiny, dass man sich darauf konzentrieren kann. Bei den Fünfer, bei den legendären Shinies aus den Raids, habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass man da eben mehrere hat, auch auf den kleinen Accounts sich dann rübertauschen kann, dass das fixer geht, deswegen kann man da ruhig gezielt mal eins als Lucky rübergeben. Im Ausgleich dafür hat er ein Mewtwo bekommen. Leider kein Shiny, brauche ich auf dem kleinen Account nicht. Hauptsache, es wird eigentlich gut und man kann da was mitmachen. Jetzt ist es nicht gut geworden. Geht natürlich besser, aber Mewtwo ist ja auch, wenn es schlecht ist, gut. Deswegen ist das auch vertretbar. Wolle der Teufel mit einem Shiny Nidoran, Lift Up Raider, gerade aus dem Ei, ein 100% Slimer, ein Alola Slimer gebrütet. Richtig genial auf jeden Fall. Dann die nächste X-Raid, Welle ist rausgegangen fürs Schwimmbad am 21. Oktober, 13 Uhr. Wieder mal Mewtwo mit Spukball als Shiny verfügbar. Läuft, würde ich sagen, schreibt uns hier der Brian, den ihr seht, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rocket Stops, alle nebeneinander auf einem Haufen. Also wenn da das Event noch gegolten hätte mit dem Doppelstaub und man da Sternstück reinmacht, da durchläuft, überall 1500 mitnimmt, kann man schon gut was machen. Dann der HBN Emil, der hat seinen alten Account, glaube ich, wiedergefunden. Hat auf jeden Fall hier ein 100% Carvador, auch richtig genial, ein 100% Kabuto, immer aus der Nähe von Wolfsburg, Unkeroda, Thüringen. Kotbrot hat sein C-Day in Prag gespielt, hat uns mal gezeigt, wie es hier aussieht. Das war natürlich noch vor 11, also danach sah es vielleicht anders aus. Die Stops sind mir aber viel zu weit entfernt, da laufe ich doch lieber durch Hibu und habe alles beisammen. Dann habe ich mit dem Einhaltstein natürlich das Skelabra entwickelt. 2662, das kommt auf jeden Fall über 3000 WP. Bester Eisangreifer, wie ich aus... bester Geistangreifer, wie ich aus den Kommentaren nehmen konnte. Auch bester Feuerangreifer momentan. Nur 8 Stück, leider, schreibt hier The Brain. Da ging es nämlich dann wieder zum Knackleon C-Day. Video ist ja extern dazu entstanden. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das angucken. Und er sagt, nur 8. Ich habe 1,5 Stunden gespielt und habe kein einziges bekommen. Und er beschwert sich über 8 Stück, dass das so wenig ist. Also diesmal fand ich es richtig komisch. Erki High, also die Heike, erster Versuch, gleich shiny gewesen. Bob the Rob aus dem Ei, ein 100% Bisasam. Dann der Bob mit seinem 98% Knackleon, das hat er ja am C-Day gesagt. Beim Gericht, war das das Gericht? Beim Landesgericht oder beim Rathaus irgendwo, saß auf jeden Fall ein 98er, sind die Leute dann hin, haben sich gerne noch eins mitgenommen. Beim Krankenhaus zum Park zeigt uns der Tobi Gehring, also der Typ mit Hut. Der hat nämlich hier noch eins mit 14, 14, 14 und einem richtig guten Level auch. Also da hätte ich lieber das entwickelt als das 98er. Dann der Franz, der hat einen guten Abschluss auch gehabt. Ihr seht, der hat hier 8, auch 8 Knackleon und bei dem Raid am Ende hat er ja noch einen Shiny Giratina mitgenommen. Richtig gute Sache also. Der Poke Freak Red mit einem 100% Shiny Knackleon. Eigentlich müsste das passend zur Woche, passend zum Thema. Hätte das eigentlich der Schocker der Woche sein müssen. Ist es aber nicht, warum auch immer. Habe ich wieder schlecht aussortiert. Nägelmon mit einem Shiny Sepa. Nägelmon mit einem Grill Cheetah. Muss ich auch noch entwickeln. Brauche ich erst noch einen Stein. Gerade aus dem Siebner Ei bekommen. Der MCL Fischer mit einem 100% Alola. Kleinstein, Annika aus einem 10er-Ei auch, ihr erstes Lichtel bekommen, richtig genial auf jeden Fall, schönes Pokémon auf jeden Fall. Nägelmon mit einem Shiny Schmerbe wieder mal, Nägelmon mit einem Shiny Yorklef hinterher, Deferis zeigt uns ein Fermicula, gibt es an der oberen Arena beim Friedhof, das also das eine Kontinentale, beim C-Day haben wir ja auch eins gefangen am Strich. Dann später gab es noch eins am Friedhof, habt ihr auch schon Fermicula, schreibt's mal in die Kommentare. Der Gefer hat sein Sichlor erlöst und hat ein 100% Sichlor bekommen. Auch richtig gute Sache. Kotbrot 100%, Haspirohr, Dani Sahne aus dem 7-Kilometer-Ei vom Ramses aus Budapest. Wer ist Ramses aus Budapest? Kennt ihr den? Ich kenne nur den Ramses, den Dicken aus Hibuhausen. Aber hier ein Shiny Alola Slimer, auch richtig gute Sache. Und das war sogar ein richtig gutes, wie man sieht, nämlich...
Ein 98er. Angriff 15, Verteidigung 15, KP auf 14. Da hat sie sich bedankt, das war genial. Pokefreak Red wieder mal mit einem Shiny Rapfratz. Bockwurstking mit einem Shiny Roselia. Auch richtig krasses Level hier, 1600 WP schon vorher, wenn ihr das dann entwickelt. Das wird richtig genial. Check vom Robby mit einem erlösten Omod, auch 100%, nimmt man gerne mal mit. Dann habe ich ein 100% Bronze gebrütet auf dem kleinen roten Account, wie man sieht. Beim Leandro, der hat mir einen Screen geschickt, bei dem war einfach mal Weimar Sea Day. Der hat überall Weimar sitzen gehabt in der Nähe, das sieht auch genial aus. Beim Alex Hoffi hingegen war der Rettern Sea Day, der wurde überall von Rettern umzingelt. Beim einen ist Weimar Sea Day, beim anderen Rettern. Dann Mewtwo, das Mewtwo aus Pokémon, hat mir auch Screens geschickt mit einem 98%igen Elezeba und einem 98%igen Anorith, nein nicht Anorith, Liljep ist das doch hier. Das seht ihr hier, Elezeba 98%, auch richtig gut, auch eins der neuen. Habt ihr auch ein Elezeba schon entwickelt, schreibt's mal in die Kommentare, ist meiner Meinung nach auch nicht so häufig vertreten in der Wildnis. Dann hat er noch eine Medaille bekommen, nämlich 50 Krypto-Pokémon erlöst. Das ist auch eine richtig gute Sache. Und einen Shiny Click bekommen, immer noch von Mewtwo. Und ihr seht schon den Unterschied, dass das wieder so schön golden ist, statt dem grau-metallischen. Und hat dann in der Mitte so grüne Kaugummibälle. So sieht das aus. 100% Griffel gab es auch noch von dem Mewtwo aus Hamburg. Ist das nämlich alles? Da, so muss das, der Abschluss, genau. Dann der Hannes hat uns ein Shiny Mirapla gesendet. Den habe ich aber irgendwie, der hat mir schon vor 10 Wochen irgendwie einen Screen geschickt. Das ist mir aber jetzt erst aufgefallen. Hallo, hat auch geschrieben, hat ein wildes Tentantel gefangen. Habe ich letztens auch hier in der Nearby-Liste gesehen. Tentantel wild zu fangen, gleich die Weiterentwicklung des... Kann ich nicht verstehen, wieso die sowas immer machen. Und ein Shiny Yugong hat er sich sicherlich entwickelt. Hier seht ihr nochmal das Yugong aus Bremerwerde, Niedersachsen und das Tentantel mit Kugelsaat und Lichtkanone. Quapsel müsste, glaube ich, auch noch von ihm sein. Genau, noch ein 98%iges Quapsel. Und der Extreme, der hat uns gezeigt, was möglich ist. Wir haben früher in Hildburghausen auch mal so eine Map gehabt, die uns angezeigt hat, wo welches Pokémon sitzt. Wir konnten IVs scannen. Mit Maps haben ja viele Leute auch gearbeitet. Und euch werden die Arenen angezeigt, wie viele Leute in den Arenen sitzen, ob da noch Platz ist, welche Farbe die Arena hat, wo geht ein Raid auf, was für ein Raid geht auf. Jetzt neu wäre auch noch möglich, dass die Stops gescannt werden können, dass ihr wisst, welche Aufgabe es bei dem Stop zu holen gibt. Genauso wie die Rocket Stops kann man sich auch anzeigen lassen, wo ist ein Rocket Stop, welcher Typ hat der Rocket Stop, dass ihr ungefähr wisst, welches Pokémon da rauskommt. Das ist eine krasse Sache, die es sich genommen hat, das wieder auf die Beine zu stellen, wo jeder dann, der monatlich ein bisschen was dazu beiträgt, dieses Projekt zu unterstützen, eben diesen Dienst nutzen kann. Was haltet ihr von Maps? Habt ihr schon mal mit einer Map gespielt oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare oder findet ihr das richtig gay? Ich meine, wenn jetzt jemand einen 100er findet und schreibt in eine Gruppe, da sitzt ein 100er und alle rennen dahin, da spricht man sich ja auch so ab. So sagt halt nicht, ein Homie hat einen 100er gefunden, sondern es wird euch angezeigt, irgendwo in Honolulu sitzt ein 100er und ihr geht dann trotzdem alle dahin und jeder holt sich da und bedient sich. Also man muss sich nur zu helfen wissen, könnte man sagen. Und ich kenne so viele Leute, die mit Maps spielen oder die danach jagen. Selbst der werte Herr, der den No-Gym-Account gewonnen hat, Nachtmare, der spielt ja auch mit Maps, deswegen hat er gesagt, möchte er gucken, dass er eben auf den No-Gym-Account möglichst viele Hunderter drauf bekommt. Gefa mit einem Shiny Giratina, der hat die ganze Zeit jetzt nicht gespielt, war das erste Mal wieder dabei bei einem Raid, hat seinen ersten Raid gemacht seit langer Zeit, hat vielleicht sogar den Eintrag damit bekommen, direkt Shiny Giratina. Also manchmal wird man wirklich dafür belohnt, wenn man lange Zeit einfach gar nichts macht. Dann der MCL Fischer mit einem Shiny Kokowai, das wollte er mir noch schicken und zeigen, hat es aber leider schon in die Arena gesetzt. Trotzdem sieht man es ja hier. Dann habe ich noch einen Kleinstein, ein normales Kleinstein, also ein Shiny, kein Alola, aber trotzdem einen Shiny Kleinstein bekommen. Ist theoretisch frei, könnte ich abgeben. Ich habe ja damals die Familie schon entwickelt.
Dann ein richtig geiles Bild auch, was ich hier gesehen habe. I came in like a Pokeball. All I wanted was to catch them all. Wer das kennt hier von der blöden Kuh, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall gefällt mir die Version viel besser mit dem Pokéball und dem Pikachu. Dann eine Make-off auf Esther Raid. Shiny Giratina, wie die das machen. Ich habe bis jetzt bei meinem Großen noch keinen Shiny Giratina bekommen. Und musste mir eins tauschen mit dem Lucky Tausch, dass das durch ist. Aber die 40.000 waren es mir dann wert. Dann bin ich aufgestiegen mit No Name zu Glücksfreunden. Das sehen wir auch, was wir dann bekommen haben. Der Gandalf Julius, ich glaube, der hat bestimmt jetzt schon 20, 30 Shiny Giratina, der sammelt die alle. Dann der Black Gold Saw, der wieder zurückgekehrt ist, jetzt wieder dabei ist, hat ein 100%iges Hunduster erlöst. Der Robby, endlich mit seinem ersten Riolu wahrscheinlich, hat bisher noch keins gehabt, hat jetzt eins. Terrorzicke, Shiny Haspiror. Da der Trade, den ich gemacht habe, der Lucky Trade, hat mir jetzt ein Lucky Shiny Lapras gegönnt. Das fand ich nämlich auch als cooles Pokémon, bei dem der Hintergrund zu der Farbe des Shinies passt. Und weil das eben auch ein bisschen wuchtiger ist, stört das nicht und lenkt nicht so von der Farbe ab. Dann der MCL Fischer wieder mit dem Guck mal da Shiny. Und als letztes für diese Folge, eigentlich haben wir noch viel mehr, aber das will ich mir dann aufheben für die nächsten, einen Kommentar von Frank Behrendt. Hallo Ramon, viele Grüße von Sebastian und Frank aus Kölle da in Nordthüringen. Mein Sohn und ich sind Fans von deinen Filmen. Du bist einer unserer Lieblings-YouTuber. Und wir beide sind Freunde bei Pokémon Go. Wir sind immer sehr begeistert von euren C-Days und von den vielen Tipps und Tricks. Uns gefällt auch deine coole und witzige Art. Wir würden gerne mal einen C-Day mit euch verbringen, wenn ihr nichts dagegen habt. Würden uns sehr freuen. Außerdem hätte mein Sohn auch noch ein paar Fragen an dich. Denn er möchte später mal auch ein YouTuber werden. Wie gesagt, wir würden uns sehr freuen. Wir wünschen dir alles Gute und mach weiter so. Das nochmal ein schöner Kommentar, das liest man doch gerne. Natürlich kann der Sohn alles fragen, was er möchte. Habe auch dazu geschrieben, wenn sie Bock haben und wenn sie vielleicht mal in Hildburghausen sind beim nächsten Community Day, können die natürlich gerne mitlaufen. Wir starten ja eigentlich immer an dem Dreier-Spot am Strich, kurz vor 11, laufen dann immer die Stadtrunden, Rathaus, Caritas, Gas, alles ist ja bekannt. So haben wir auch ein paar andere, habe ich nämlich aus, ich sag nur Thema, der Sachse, ne? Der plötzlich da war mit Frau und Kind, der auch gesagt hat, ah, der Ramses von YouTube, ich wusste gar nicht, wer das ist, mit dem war ich auch schon befreundet und der war dann plötzlich da und hat gesagt, ja, vielleicht sehen wir mal Ramses live in Person, ist dann mit uns auch da zusammen rumgelaufen, waren auch sehr nette Leute, muss ich sagen, war auf jeden Fall cool, ich hoffe, da sieht man sich auch wieder beim nächsten Mal oder so, auch hier Frank, wenn ihr Bock habt, wenn ihr in der Nähe seid, kommt ruhig vorbei. Und wir können da zusammenlaufen, können da zusammen was machen. Vielleicht seid ihr dann auch im Video dabei, wenn ihr Bock habt. Ich weiß aber nicht, wer da gefilmt werden möchte und wer nicht. Es will ja nicht jeder da irgendwo so breitgetreten werden. Das ist aber eine coole Sache. Ihr seht, Pokémon verbindet also. Ihr habt Bewegung, ihr geht raus, ihr erkundet eure Umgebung. Ihr lernt neue Menschen kennen, deswegen... Jeder hat sein Hobby. Ich weiß nicht, wieso Pokémon immer so schlecht geredet wird. Das waren jetzt aber die Highlights der Woche. Jetzt gucken wir noch auf den Schocker der Woche. Und den Schocker der Woche hat mir dieses Mal der Nachtmare geschickt, was er in der Gruppe gefunden hat. Er ist nämlich in der Gruppe, wegen Tauschen und dem ganzen Zeug sind da auch viele auswärtige Leute. Ihr seht schon die Schrift hier unten. This Vulpix was caught around Torando. Canada. Also, das ist kein deutscher Spieler gewesen, aber der hat ein Video reingepostet, das wollen wir uns mal angucken. Der hat ja ein 100%iges Alola Vulpix, da würden die Leute sich die Finger danach lecken und er verschickt das einfach. Wie kann man das? Jeder rennt rum und sagt, boah, ich brauche jedes Pokémon als 100% und mit Maps, ich hole mir 100% hier, 100% da, aber die Sachen, die nur aus Eiern kommen oder nur aus Raids, die sind natürlich so schwer zu bekommen und Alola Vulpix gab es nun mal hier nur aus den Eiern, aus den 7 Kilometer Eiern bei den letzten Safaris oder GoFest. Konnte man auch mal welche wild fangen, aber er hat hier ein 100%iges Alola Vulpix, bewertet es noch ganz fröhlich und kackend reißt, eiskalt, einfach verschickt für ein Vulpix-Bonbon. Warum? Entweder hat er 1000 Stück davon oder er braucht es halt einfach nicht. Jeder hat ja andere Prioritäten. Hättet ihr das Vulpix behalten? Hättet ihr das Vulpix verschickt? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.